Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Verkostungssession von Tierdicts. Mein Name ist Jürgen und ich möchte mit euch heute einen weißen Tee, einen Yue Guangbai oder Moonlight White, also verschiedene Namen, mit euch verkosten. Der sieht so aus, ganz wunderbar, wie ich finde. Wieder ein sehr schön anzuschauender Tee. Der hat so ein leicht florales Aroma im trockenen Zustand. Er hat diese weißlich-grünlichen Farbanteile und auf der anderen Seite eben dieses dunkle ins Schwarz gehende. Das ist eben das Typische auch für so einen Yue Guangbai. Dieser jetzt kommt von der Familie Ta aus Yunnan im Südwesten von China und wird auf knapp unter 2000 Metern Höhe angebaut. Also da liegt die Plantage. Ich habe jetzt hier schon den zweiten Aufguss gemacht mir. Ich habe den vorher schon mal probiert und finde ihn geschmacklich natürlich top. Und man kann noch dazu sagen, so typischerweise besteht er eben aus einem Blattknospe und dem ersten Blatt, einem Fine Plug oder First Grade. Die Blattknospe symbolisiert die Mondsichel, die weiße Mondsichel. Und das Blatt dahinter mit dieser schwarzen oder schwärzlichen Seite symbolisiert den Mondschatten. Genau, also deswegen wird er auch Moonlight White oder zum Teil auch Moonlight Shadow genannt. Hier sieht man es noch ein bisschen besser. Und ich finde es auch beeindruckend, dass dieser Tee tatsächlich auch so filigran wie er ist, mit diesen Knospen und Blättern an einem Stück. Also da wird er nur gepflückt und getrocknet und dann kommt er hierher und dass das trotzdem noch so erhalten ist und nicht einfach nur so ein Krümelzeug. Das finde ich schon ziemlich gut. Der Tee hat jetzt auch genug gezogen. Und man kann auch sehen hier locker im zweiten Aufguss noch eine ganz wunderbare Farbe. Also er ist sogar ein bisschen intensiver geworden im Vergleich zum ersten Aufguss. Es ist goldgelbe, schöne helle Tassenfarbe, leuchtend. Vom Duft her auch geschmacklich, so eine angenehme Würze. Er hat das typisch Filigrane, was man eben im Blatt auch sieht, das hat er geschmacklich, transportiert er das auch. Und im Sekundären dann so, wenn man ihn am besten wirken lässt, dann kommen da eben so leicht herbe, ich würde sagen, es geht so ein bisschen auch vielleicht Richtung Aprikose. Ein bisschen Würze ist mit drin. Also ein sehr, sehr angenehmer Tee und ich würde den jederzeit zum Frühstück trinken. Also ich glaube, es ist ein guter Frühstückstee. Morgens sind auch die Geschmacksnerven noch nicht so beeinflusst von allem, was man so durch den Tag eben zu sich genommen hat. Und dadurch, dass er auch einen relativ hohen Koffeingehalt hat, also in diesen Blattknospen ist immer so der höchste Koffeingehalt, er ist total naturbelassen und auf jeden Fall ist der kickt ganz gut und deswegen kann ich ihn mir auch gut vorstellen, so nach dem Mittagessen oder eben zum Kaffee trinken, wenn man nachmittags dann so ein kleines Tief hat vielleicht, dann kann ich mir diesen Tee sehr gut vorstellen. Probiert's mal aus, gebt mir eine Rückmeldung, was haltet ihr von dem Tee, wie schmeckt er euch? Und damit bin ich eigentlich auch schon am Ende unserer Verkostungssession für heute. Ich würde sagen, bis die Tage, schaut wieder rein, genießt euren Tee.